Hallo, mein Name ist Annette Frey. Ich bin freischaffende Künstlerin und arbeite im Bereich der Druckgrafik, der Kaltnadelradierung und möchte heute einen experimentellen Druck vorstellen, den man ganz leicht zu Hause und mit wenigen Mitteln selbst ausprobieren kann. Dazu benötigt man einfach ein Packpapier, Farben, ich wähle Gouache-Farben, eine Walze, einen ganz normalen Radiergummi, Schere, Bleistift und ein Motiv, was einem gefällt oder wo man sagt, das inspiriert mich. Ich habe es ausprobiert und habe ein paar Zeichnungen vorbereitet, ein paar Drucke, die ganz einfach nachzuarbeiten sind. Und man kann viel bedrucken. Man kann Karten drucken oder ja, Bilder für die Wand oder Einpackpapier. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich nehme einen Bogen Papier, Backpapier und breite den vor mir aus. Und dann beginne ich, Farben aufzutragen. Nach Belieben, wie ich möchte. Ich arbeite gerne nach Modellen, die vor mir stehen, die ich anfassen kann, die ich begreife. Das hat irgendwas Lebendiges. So, dann nehme ich eine Walze. Ich nehme ein Papier. Und ich benutze noch Streifen, um einen Rahmen abzustecken, dass der einfach sauber bleibt, wie ein Passepartout. Das sieht einfach schöner und aufgeräumter am Druckbild aus. So. Darauf lege ich ganz vorsichtig dieses Papier. Ich nehme einen Bleistift und beginne zu zeichnen. Als würde ich einfach was malen. Das Spannende ist, man sieht nicht wirklich, was man macht. Und ich habe mich jetzt für diese Blüte entschieden, die da vor mir steht. Man muss ein bisschen drücken. Kann mal schauen, ob das funktioniert. Ah, es drückt durch. Man kann auch mal eine Fläche ausmalen. So, und wenn man das Motiv hat, zieht man dieses Papier einfach ab und der Druck findet sich dann auf dem Papier. Jetzt kann ich mit dem Radiergummi quasi noch kleine Akzente setzen. Indem ich mir den Radiergummi einfach in eine Form geschnitten habe, wie jetzt ein Blatt oder eine Blüte, und kann das dann noch so wie ein Stempel auftragen. Wenn ich nur ein Stück möchte, ein Tipp, einfach mal ablegen. So. Thank you.
Jetzt wünsche ich einfach viel Spaß beim kreativen Arbeiten, beim Buntsein, beim einfach Ausprobieren und neue Möglichkeiten entdecken, wie man etwas gestalten kann.